Ja, und dann fangen wir jetzt an. Ja, dann bitte, Kiroma. Hallo! Ja, endlich, Hermano! Was gibt's Neues bei Senora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Oh. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Mhm. Warum sind wir hier dann noch nie gewesen? Nächstes Mal. Vamos! Ja, toller Witz, Jackie. Ich lache später. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Na, natürlich. Schon dabei, ja. Wir waren in Krankhaus. Das ist es. Bester Urlaub aller Zeiten. Joy Toys. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du es schlagen? Ja, Mann. Stell's dir vor. Susan Forrest, Boa Boa, vielleicht sogar Morgan Blackhead. Endlich alle sind hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Hey, ist das nicht Tiny Mike dahin? Siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Oha. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chili-Schote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Oh. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Auf Night City. Und das Afterlife. Prost. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben, ne? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Oh. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deshawn erwartet euch. Hals und Bein, Bro. Danke. Wir haben es geschaffen. Ach, Claire ist schon hier. Wie? Hey, komm mal rüber. Tatsache, Tiny Mike. Wenn du mal Hilfe bei irgendwas brauchst, sag Bescheid. Jetzt werd mal nicht frech, Kleiner. Du hast Regina und mir einen Gefallen getan. Das vergessen wir so schnell nicht. Das Leben eines Söldners hat Höhen und Tiefen. Nächstes Mal rette ich dir den Arsch, wenn du abkommst. Gut, merke ich mir. Zumindest, wenn ich genug Eddies dabei habe. Stimmt's?
genau. Na gut, ich muss weiter. Man, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Meinst du könntest mich umhauen? Ja. Yeah. Bist du pinche Diebo. Oh Mann. Schickes Büro. Ah, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Guten Tag. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Will nicht wissen, wo ich den gerade hatte. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm, hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm, der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Dann zeig mal an. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Compeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir.
T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Mhm. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Klingt super. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Oh, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Yep. Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein scheiß Spielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Hm. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Na dann. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Ja, wird schon schief gehen. Okay. Können wir dann gehen? Dann mal los. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja. Lieber reich werden. Ganz meine Rede. Was soll schon schief gehen? Ach du Scheiße, wie sehen wir aus? Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal, ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Ach, bitte Mensch. Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Dann mal los. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten.
Verzeihung, aber sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit einer ganzen Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Okay. Oh, was für ein Downer. Ja. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, hm? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, Mie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Wir nähern uns unserem Zielort. Schön. Hey, wie läuft's? Und so. Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Dann machen wir erstmal. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Jederzeit. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Naja. Ich hab eh sehr viel Eisen an mir. Okay, Harry. Gehen wir. Na doch. Will jetzt mal gucken, wie ich aussehe. Ach du Scheiße. Aber hey, die Frisur passt dazu. Gut, dass ich es geändert habe. So eine wilde, zersauste Mähne hätte nicht gepasst, ey. Na dann, Ramon. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Itake sprechen. Militärtechnik. Willkommen im Konpacki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Na, hoffen wir's mal. Willkommen im Konpacki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpacki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Ja. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Immer schön. Darf ich dich? Danke. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Danke. Oh, goldene Haut, das muss schmerzhaft gewesen sein. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpacki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert?
Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Alright. Nach dir, Harry. Ja, ja. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Muss ich Ramon nicht auch validieren? Okay, scheinbar nicht. Läuft wohl über mich, über meine Kreditkarte. Neu-Barcelona? So. Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Aber schickes Hotel auf jeden Fall. Ich hab sie entfernt. Waren wirklich staunen. Nach der Buenos Six Show. Echter Romantiker. Mädchen, ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Das sind Profipuppen. Die war sich nett aus. Ja, sieht sehr schick aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gerne einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Ich gehe hoch. Okay, ich auch. Ich brauche keinen Drink. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Oh, und du siehst besser aus, oder was? Ach komm, das war nur ein Scherz, Jackie. Wir haben dich alle lieb. Also, da wären wir. Wow. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Ja, schade, sehr schick. Übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius, Aristoteles, wer ist es diesmal? 100% Tiber. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Ach, Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Mhm. Dann krabbel los, Spider-Boy. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. Na toll. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Alright. Hier. Na dann. Legen wir mal los. Verbinde mit Kamera, Fee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Allah. Hey, wollte das andere sehen. Okay, hab klare Sicht.
Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Ah, da. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Was ist man das? Muss sagen, ich habe die Kontrolle. Bürgermeister Lucius Wein. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Erdenholz. Wir versuchen. Arasaka-Agentin. Mehr kann ich nicht versprechen. Interessant. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Oh. Zimmerservice ist im Weg. Zimmerservice ist im Weg. Aber das ist was haben wir denn am Sinn? Okay, schon dabei. Da bitte die Gerechtigkeit. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nicht. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Gut, machen wir es. Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst... Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Buck, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar hast du eine nicht. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Ja. Blut! Blut! Hör auf deine Instinkte! Was ist das für kranke Werbung? Ach, da ist ja der Kleine. Ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Befehl wird ausgeführt. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Ach ja. Hab den Port. Okay, verlink den Flathead. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich leg den Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Das probieren wir unser Glück. Das ist er ja. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Gucken wir doch schön zu, wie er das macht. Haha! Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Hallo, Whitey-san. Así es como se hace. Ah. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht.
Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Hey, mach ich dann. Oh, aber erstmal, wenn ich aufgestiegen bin. Ist jetzt die große Frage, was mache ich jetzt? Intelligenz wieder. Guck nochmal. Spekulation, das neue Tresor. Es geht dafür ein Kampfquick-Hack, stellt Speicherpunkt in Höhe von. Ja, den nehme ich.